Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüsse euch recht herzlich zum Jungfrau-Zeitung Panorama hier aus Meiringen. Heute haben wir für euch in der Sendung Tourismusstrategie im Saanenland, Schulstrategie in der Gemeinde Grindelwald, Genussstrategie am Foodtruck Happening. Bevor wir jetzt aber zu unseren drei Beiträgen kommen, gebe ich euch zuerst noch einen kurzen Überblick über die News vom Tag. Grösstes Waldreservat vom Kanton geplant. Zwischen Niederhorn und Hogant soll das grösste Waldreservat vom Kanton Bern entstehen. Die Regierung hat dafür einen Kredit von 3,7 Millionen Franken bewilligt. Stimmen neben dem Parlament und die Waldeigentümer zu, wird das Projekt im 2021 realisiert. Die Tanners übernehmen das Hotel Bären. Per 1. November hat der Betrieb im Kiental neue Eigentümer. Künftig wird das Bönniger Ehepaar Urs und Marina Tanner die Gäste im Bären begrüßen. Der Abstimmungskampf ist lanciert. Im Rahmen einer Informationsveranstaltung vom Verein Pro Flugplatz haben sich der Oberst im Generalstab Peter Merz und die Nationalrätin Nadia Pirre für die Beschaffung des neuen Kampfjets ausgesprochen. Das Volk wird am 27. September über die Vorlage abstimmen. Wegen Corona setzen Destinationen im Berner Oberland dieses Jahr zwungenermassen auf Schweizerinnen und Schweizer. Das ist auch im Gstaad Saanenland nicht anders. Und tatsächlich sind die einheimischen Gäste auch gekommen diesen Sommer. Meine Kollegin Jocelyn Paasch hat mit der Claudia von Siebenthal, der stellvertretenden Geschäftsführerin, geredet und sie gefragt, was sie aus der Krise gelernt hat. Sie sagt unter anderem, dass es wichtig ist, dass nicht alle Destinationen mit der gleichen Strategie auf die gleichen Leute setzen. Wie ist jetzt die Zeit so im Saanenland nach dem Lockdown verlaufen? Im Großen und Ganzen können wir sagen, sehr positiv. Wir sind sehr zufrieden. Wir haben mit den Hotels, mit den Leistungsträgern geredet. Alle sind sehr gut gebucht. Die Restaurants sind gut besucht. Und es tut wirklich alles sehr geordnet ablaufen. Wir haben keine Menschenansammlungen. Also aus touristischer Sicht sind wir sehr zufrieden mit dem Verlauf. Ihr habt ja dann kurzerhand die Marketingstrategie anpassen. Hat die funktioniert? Ja, die ist wirklich sehr kurzfristig angepasst worden. Eigentlich am Tag nach dem Lockdown oder beziehungsweise nach der Schließung der Bergbahnen haben wir komplett die neue Strategie auf die Beine gestellt. Und wir können wirklich sagen, es hat funktioniert. Die Botschaft, die Ruhe vor Natur ist angekommen bei den Leuten. Wir haben sehr viele positive Gästefeedbacks, so von Einheimischen aus der Region und eben Leistungsträger. Da können wir wirklich sagen, wir haben den Nerv vor Zeit getroffen mit der neuen Strategie. Was für Lehren habt ihr jetzt daraus gezogen? Sicher, dass das Reiseverhalten vor allem vom Schweizer Gast noch mal kurzfristiger wird sein. Sie warten die Situation ab, die Sicherheit und alles und dann sehr, sehr kurzfristig Ferien und spontan Urlaube buchen. Und das wird sich, glaube ich, auch noch weiter so auswirken. Das Zweite, was wichtig ist, die Lehre, die wir daraus ziehen, ist sicher, dass der Schweizer Markt sehr, sehr wichtig ist und nochmal an Gewicht wird gewinnen und dass wir dem Ganzen eure Kommunikation und eure ganze Strategie Rechnung tragen. Auch wenn wir den Destinationen im Berner Oberland natürlich auch weiterhin viel Gäste gönnen können, sind die Ferien eigentlich vorbei. So in Grindelwald, wo die Schule vor einer Woche mit einem neuen System ohne die Schulhäuser Müllibach und Buessalp hat angefangen. Am letzten Freitag am Abend ist fundiert über den Wechsel informiert worden, weil der bei vielen Gegnern grosse Abwehr hat ausgelöst. Meine Kollegin Rebecca Holzer hat mit dem Gemeindepräsidenten Beat Bucher geredet und ihn gefragt, wie sich das Ganze hat angelassen. Also die neue Lösung kommt dem entgegen, was wir eigentlich müssen machen als Gemeinde Grindelwald. Nicht nur ich, sondern der ganze Gemeinderat steht hinter dieser neuen Lösung und ist von dieser voll überzeugt für die nächsten 5 Jahre. Es ist ein Informationsanlass unter besonderen Umständen, weil der hätte eigentlich schon im März stattfinden sollen. Jetzt findet er im August statt, weil die Schule schon eine Woche läuft. Wie geht er mit dem um? Also wir können das nur so akzeptieren, wie es jetzt ist. Wir können es endlich machen. Darum haben wir gesagt, so schnell wie möglich, wenn wir können, tun wir es durchführen. Dass die Leute, die den Informationsbedarf haben, den auch überkommen, dass der abgedeckt werden kann. Und ich bin der Meinung, jetzt könnte man schon zuerst mal darüber diskutieren, wie die erste Schulwoche gelaufen ist, ob das alles in dem Sinne noch gut umgesetzt hätte können werden. Auch wenn der Schulanfang vor allem für viele Eltern dürfte Genuss sein, wechseln wir jetzt noch ein bisschen zu etwas Genussvollerem. Nämlich zum Foodtruck Happening. Das hat in den letzten Wochen an verschiedenen Standorten im Kanton Bern schon stattgefunden. Nächstes Wochenende kommt jetzt nach Thun, neben der Stockhorn Arena. Mein Kollege Patrick Schmid hat mit Marc Hubacher, einem Initiant, geredet und ihn gefragt, was Besucherinnen und Besucher an diesem Happening erwartet.
Der Treffpunkt in Thun, der Merit, ist natürlich seit Jahrhunderten so. Ich bin immer gerne hierher gekommen. Es gehört zum Städtli, auch für Tourismus. Ich weiss das als früherer Tourismuschef, dass das sehr etwas Wichtiges ist. Die Ambiente, ich kann reden mit den Herstellern und das schätzen die Leute zunehmend mehr. Bei uns am Foodtruck Happening ist das auch so. Die Leute kommen und können die Sachen anschauen, Probierportionen. Wir machen einen Rundgang durch das Gelände, wo man Leute trifft, vielleicht noch eins zusammen gehen, trinken. Was wäre ein Meri-Besuch, ohne noch etwas zu trinken? Das ist bei uns an der Foodtruck Happening auch der Fall. Da geht man auch noch zusammen etwas trinken. Ich gehe jetzt hier ins alte Waisenhaus. Wenn man sitzt, muss man sich registrieren. Wir haben extra für das einen QR-Code entwickelt. Und dann kann sich der Besucher am Tisch registrieren. Und er hat auch die Möglichkeit, mit der Liste ganz herkömmlich sich einzutragen. Das Schutzkonzept habe ich im Mai angefangen entwickeln. Es hat sich immer etwas angepasst. Und jetzt in dieser Form ist es gültig seit Anfang August. Wir sehen, dass unsere Besucher vom Foodtruck Happening gerne da mitmachen, weil sie wollen kommen und sie wollen mit Abstand miteinander geniessen können. Und das ist auch unser Ziel. Also Sicherheit und Schlemmen zusammen. Die Aussichten auf genussvolle Erlebnisse sind also gut für das nächste Wochenende. Wie sonst die Wetteraussichten sind, das seht ihr gerade im Anschluss. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall schon einen ganz grusamen Abend und eine gute Zeit. Auf Wiedersehen miteinander. Das Wetter wird euch präsentiert von Interlaken Tourismus. Ihr Jungfrau-Zeitungswetter für das Berner Oberland herzlich willkommen nach dem ziemlich unbeständigen Wochenstart. Unser Land ist am Montag in einer westlichen Höhenströmung gelegen. Von einem Tiefhaus über dem Nordatlantik hat uns da ziemlich feuchte und schaueranfällige Luft erreicht. Am Dienstag geht es normal sehr ähnlich weiter. Am Morgen ist es im Seeland recht sonnig mit nur einzelnen Schauern. Im Oberland gibt es einen Mix aus Sonne, Wolken und ein paar Regengüsse. Hier bei 11 Grad in Nadelboden. Am Nachmittag geht es vom Stil her so weiter. Die Schauer und auch die Gewitterneigung ist einfach ein bisschen grösser als am Morgen. Mit einem schwachen Südwestwind erwarten wir 24 Grad in Thun. Da liegt die Maximaltemperatur 17 Grad. Gibt es hier in Adelboden 21 Grad in Meiringen. Ab Mitte Woche kann man dann wieder mit viel Sonne rechnen. Das bis und mit Freitag. Da hat es am Mittwoch, wenn dann noch ein paar Restwolken umeinander und ein bisschen Nebel am Morgen. Sonst dominiert die Sonne. Das dann eben auch am Donnerstag und Freitag bei heissen maximal 31 Grad. Das würde ich unbedingt noch ein bisschen geniessen. Auf den Samstag wird es dann mit der Kaltfront nämlich wieder unbeständig, mit teils auch kräftigen Schauern und Gewitter. Der Sonntag geht dann wechselhaft weiter bei noch 23 Grad. Und das wäre es jetzt auch schon wieder vom Wetter. Ich wünsche weiterhin eine gute Woche und bis bald wieder. Thank you.